Es ist Podcast, meine Kerle, und irgendwie ist irgendwas anders. Ich fühle mich so eckig. Wie geht's euch, Hauke und Jean? Ja, ich habe mich auch schon an der Ecke irgendwo, also ich habe mich an meiner eigenen Ecke gestoßen. Das tut schon irgendwie weh, aber es gibt auch keine runden Beulen, sondern bloß eckige, irgendwie so. Ja, wieder was ganz anderes. Schön, hier zu sein, wo auch immer dieses hier genau ist. Ja, wir sind im 3D-Gelände, ne? So sieht's tatsächlich aus. Wir haben hier sogar eine exquisite Kameraführung, das seht ihr später im Livestream. Wir haben tatsächlich auch ein paar Zuschauer mitgebracht. Ein paar haben sich hierhin verirrt. Ihr könnt jetzt alle in den Vortragsraum auf dem 3D-Gelände kommen und dann könnt ihr uns hier live mitverfolgen. Und herzlich willkommen live aus dem Vortragsraum der Tuxtage des 3D-Geländes. Ja. Was für ein schönes Thema haben wir denn heute mitgebracht? Ich wollte mich mit euch mal ein bisschen über Wayland unterhalten. Langsam, aber sicher habe ich das Gefühl, dass es ernst wird, wenn Fedora 40 nur noch mit Wayland kommen möchte. Und das ist so der Knackpunkt, denke ich mal. Also da wird es interessant für uns alle. Ich würde tatsächlich ja sagen. Also das könnte eine relativ stressige Sache werden. Wobei, ich habe jetzt mal gehört, also ne, man hört ja nur, man redet ja nichts. Ich habe für das News-Video das letztes recherchiert. Also Fedora 40 wird mit Plasma 6 auf jeden Fall nur mit Wayland erscheinen. Kein Xorg mehr. Bei GNOME war es noch nicht ganz abgeschlossen, die Entscheidung. Aber vielleicht ist es auch schon veraltet. Vor 1, 2, 3, 4 Tagen habe ich das, glaube ich, mal besprochen. Ich weiß nicht. Hast du da aktuellere Infos? Bis jetzt noch nicht. Also ich habe denselben Informationsstand. Ich weiß halt nur nicht, was ich davon halten soll. Also mein letzter Wayland-Test ist zwar schon eine Weile her, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber da hat halt noch nicht alles funktioniert. Und ich hoffe, dass bevor es ernst wird, das so weit umgesetzt ist, dass ich beziehungsweise auch ihr beide als in Anführungszeichen, in eckigen Anführungszeichen kann man ja jetzt sagen, da keine Probleme haben als Content Creator irgendwo, weil ich habe echt unter Wayland noch massiv Probleme, teilweise sogar mit OBS, und das ist mitunter mein Hauptarbeitsmittel, möchte ich behaupten. Ich weiß nicht, wie ihr oder ob ihr schon unter Wayland Probleme damit habt oder hattet oder seid ihr überhaupt schon unter Wayland? Also produktiv benutze ich es nicht. Ich habe jetzt gerade vor kurzem mal rumgespielt, denn ich habe mir so bei einem Resteverwerter quasi ein gebrauchtes Tablet geholt. So ein Gerät hier, das ist so ein ThinkPad. Und da habe ich ein bisschen mit rumgespielt. Und das, was noch am besten funktioniert als Tablet-Oberfläche, ist das Plasma 5. Und das funktioniert eigentlich bloß richtig unter Wayland. Wegen Touch-Steuerung, die funktioniert unter Xorg nicht richtig. Und da habe ich das wirklich mal verwendet. Also es ist alles noch nicht wirklich ausgereift, wo ich aber eigentlich eher Probleme mit dem KDE als solches habe, als mit Wayland. Aber alles andere, wo ich jetzt Produktivsysteme habe, da habe ich Xorg drauf. Also da will ich jetzt auch wenig Experimente wagen. Und ein großes Problem, was ich bei Wayland sehe, ist die fehlende Netzwerktransparenz, die ich wirklich verwende auf Systemen und wo ich keinen adäquaten Ersatz für sehe. Also ja, also VNC können die natürlich benutzen oder irgendwas anderes, aber das, was in Xorg direkt drin ist, im X11-Protokoll, das gibt es da so nicht und das finde ich irgendwie nicht so toll. Oh, also. Tatsächlich. Also ich würde sagen, wann habe ich das letzte Mal Wayland richtig produktiv eingesetzt? Ich glaube, also noch nie richtig. Ich bin immer mal wieder dran gestreift. Aber was mich beispielsweise auch extrem nervt, auch weil ich im Support auch manchmal tätig bin, vor allen Dingen jetzt bei Ubuntu Desktops, die haben standardmäßig schon Wayland. Bildschirmübertragungen beziehungsweise sowas wie Fernwartung oder sowas funktioniert, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär. Und viele altbekannte Programme unterstützen das noch nicht. Und das ist natürlich ein Problem, was uns tatsächlich auch in gewisser Weise alle betrifft, wir sehen halt in verschiedenen Punkten, das Ding ist meiner Ansicht nach noch nicht so produktiv, reif, wie wir das eigentlich haben wollen.
Und jetzt schon X11 komplett zu verbannen, halte ich persönlich als Fehler. Ja, würde ich da einen Haken gebe ich dir recht. Eckigen ja. Haken. Ja, der ist ja ganz eckig. Gott sei Dank. Da gebe ich dir genauso recht. Also X11 als Ausweichalternative kann man ja immer noch nachinstallieren. Es sei denn, die Distributionen entscheiden sich dann wirklich rigoros dafür, es gibt in unseren Repos kein X11 mehr, was ich bezweifle. Es wird definitiv nicht mehr per Standard ausgeliefert, aber es wird garantiert noch drin sein. Alles andere wäre ein bisschen waghalsig, möchte ich mal behaupten. Also man braucht es leider Gottes noch ab und zu. Wobei ich sagen muss, dass die Spiele-Performance unter Wayland besser ist. Wenn auch nicht überragend, aber ein paar Frames. Also es ist ja nicht verkehrt, der Fortschritt, muss man auch sagen. Aber so wie es halt immer in der Softwareentwicklung oder in der Produktentwicklung ist, wenn ein Produkt ein anderes ablösen soll, dann muss es mindestens genau denselben Funktionsumfang bieten. Und das hat es halt noch nicht. Und ja, das fällt mir in meinen Tests immer wieder auf die Füße. Und ich weiß nicht, wie ihr da so steht mit der Meinung. Ich denke mal genauso, oder? Tatsächlich. Also ich habe mehr dazu gelesen. Also bis auf dieses Tablet habe ich es nicht wirklich irgendwo mal ausprobiert. Vielleicht durch Zufall, dass es beim Distributionstest aktiv war und ich habe nicht wirklich was von gemerkt, das im besten Fall. Und von daher habe ich ein bisschen gelesen dazu, damit ich ein bisschen Hintergrund dazu habe. Also Foronix hat ja verschiedene Spiele getestet mit AMD und Nvidia-Grafikkarten unter Wayland und unter Xorg. Und das tut sich wirklich nicht wirklich viel, was da so Bilder angeht. Meistens ist Wayland, wie du schon sagtest, so ein paar Bilder voraus, aber das ist im Mess, aber nicht im wirklich spürbaren Bereich. Also da hat man jetzt wenig von. Andererseits die Probleme mit OBS, mit Dingen aufzeichnen, mit Hilfe übers Internet, Bildschirm freigeben und so, die Probleme sind wohl immer noch da. Die werden wohl durch Pipewire, da gibt es eine Möglichkeit, dass das auch irgendwie funktioniert. Blöd, also was wiederum nicht funktionieren soll, ist so ein Mischbetrieb. Für alte Xorg-Anwendungen, X-Wayland, gibt das so eine Erweiterung dazu, dass die Programme weiterhin laufen. Das kann man wiederum denn nicht capturen. Also diese Fenster, die denn das X11-Protokoll noch verwenden, die kann man in OBS dann nicht aufnehmen. Die bleiben schwarz. Oder was ein anderer YouTuber meinte, er hätte es auch hin und wieder mal ausprobiert. Und unter Wayland würden Dinge beim Aufzeichnen einfach richtig gruselig ruckeln. Also dieses, was alles erstmal relativ negativ klingt, also was es ja auch in der Praxis ist, im Gegensatz zu den Vorteilen, die es für den Endbenutzer bringen kann, ist doch relativ gravierend. Also ich, als Endnutzer habe ich von Wayland so gut wie keine Vorteile. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich auf der Positivliste Endbenutzer habe, ist dieses Touch-Dings, was ich da habe, was da funktioniert, was unter Xorg nicht geht. Alles andere ist im besten Fall genauso gut, aber mit ganz vielen Abstrichen an vielen Stellen. Also von daher sehe ich Wayland im Moment eigentlich, ja, nette Idee, aber irgendwie bringt es halt nicht. Und zu viele Nachteile. Das, was im Hintergrund ist, ist komplett verständlich. Der XOR-Code, der ist über die Jahrzehnte gewachsen und immer wieder angepasst worden und der ist wohl ziemlich unwartbar geworden, was zu Sicherheitsproblemen führt und auch grundlegenden strukturellen Problemen, die einfach, an die man damals nicht gedacht hat, die man nicht als Problem gesehen hat, als dieses Protokoll spezifiziert wurde, was sicherheitsmäßig eher gruselig ist. Aber dem Endbenutzer ist es, würde ich sagen, überwiegend auch total egal. Das merkt er nicht. Das kennt er von anderen Betriebssystemen vielleicht auch, dass die Sachen sowieso nicht sicher sind und erwartet das auch gar nicht anders. Ja, und all diese Sachen. Also von daher, Wayland, ja, nette Idee, nettes Forschungsprojekt. Gehen wir nochmal 15 Jahre drauf, dann haben wir es vielleicht so weit, dass es wirklich ein Ersatz ist für alle Zwecke. Aber im Moment, ja.
Ist vielleicht auch mal die Frage, wie das unsere Zuhörer bzw. auch Live-Zuschauer finden. Gerne in die Chats bei YouTube oder tuxtage.de reinschreiben oder auch gerne hier direkt euren Kommentar abgeben, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch entweder in den Chat schreiben oder auch anfangen zu reden hier drin. Wobei man hört euch nicht live. Das heißt, ihr müsst das dann wiederholen für die Aufnahme und für den Livestream. Genau, hat einfach auch rechtliche Gründe, dass wir euch leider nicht direkt immer live freischalten können. Ja, wenn es jemanden gibt, der da auch nochmal eine Meinung zu hat oder vielleicht auch mal eine Frage, wer von euch nutzt denn schon standardmäßig Wayland und ist damit super zufrieden, dann gerne loslegen, würde ich sagen. Ja, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis der Input kommt. Also von hier live kommt erstmal kein Input. Ich bin gespannt, da kommt sicher auch was in den Chats dann gleich rein. Ja, meiner Ansicht nach, ja, so finde ich den Weg, den Linux Mint geht, gar nicht so schlecht. Also Linux Mint hat jetzt das erste Mal angekündigt, dass sie jetzt an Wayland aktiv arbeiten und planen das tatsächlich an Weihnachten schon die erste vorzeigbare Version rauszubringen. Aber das Ganze eben noch optional. Also standardmäßig wird, so wie ich das rausgelesen habe aus dem Blog, dann das normale X11-Protokoll oder der X-Server. Bis 2026 standardmäßig laufen und dann wahrscheinlich erst in der Linux Mint Version 23, ab der Linux Mint Version 23, peilt man dann an, Wayland standardmäßig einzusetzen. Und meiner Ansicht nach ist so ein Schritt-für-Schritt-Übergang viel, viel, viel wichtiger oder viel besser, als wenn man sagt, okay, gut, man geht jetzt schon zurück. Also klar, diesen Schritt-für-Schritt-Übergang haben auch viele andere Distros jetzt auch schon gemacht, aber meiner Ansicht nach kommt der zu früh, zumal auch viel Software einfach eben noch nicht zuläuft. Und von daher finde ich, macht das Linux Mint Projekt, muss ich sagen, wirklich eigentlich ziemlich vorbildlich, oder? Kann ich bestätigen. Also bei mir ist es ja PopOS als Daily Driver. Da ist es genauso. Also die Jungs und Mädels von System 76 haben auch immer noch die Fixierung auf X11. Und das wird sich auch mit der nächsten Version, soweit ich das schon mal aus den Blog-Einträgen so rausgelesen habe, selbst mit dem neuen Cosmic Desktop erstmal nicht ändern. Ja, ist Also schade eigentlich. da ist es genauso konservativ, sagen wir es mal so, wie es ist. Wobei ich sagen muss, also ich bin halt der Meinung, wenn es ein Ersatzprodukt für etwas gibt, dann muss es mindestens dasselbe abdecken. Und solange es noch so massive Probleme, gerade mit Screenshares gibt, weil das letzte Mal, wo ich es ausprobiert habe, war wirklich das ein signifikantes Problem, gerade auf einem Arbeitsgerät für die Remote-Arbeit von einem Kollegen. Wenn das nicht geht, ist das einfach leider Gottes noch unbrauchbar. Sehr schade, sehr schade. Ja, einmal Grüße nach Bremen, würde ich mal sagen. Hallo, zusammen nutzen GNOME X.org, da einige Erweiterungen nicht unter Wayland laufen. Ne? Haben wir die Erweiterung unter GNOME? Ich sehe tatsächlich bis jetzt auch nur Kommentare, die sagen, nee, zu nutzen noch kein Wayland. Was schade ist. Haben wir überhaupt welche, die Wayland nutzen? Ich kann mir schon, also muss es ja eigentlich geben, ne? Weil ansonsten verfehlt Fedora ja eigentlich komplett sein Ziel, meiner Ansicht nach. Ja, ich glaube, da schreiben sogar welche. Da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Da würde sonst an der Community vorbei entwickelt werden. Genau. Ubix schreibt: Nutze Wayland auf meinem Convertible und funktioniert bei mir weitestgehend gut, schreibt Ubix. Das klingt ja schon mal gut. Action-Schnitzel schreibt: Wie schon öfter ge ich gesagt habe, wir sind alle ungewollte Wayland-Beta-Tester. Trotz des neuen NVIDIA-Treibers bin ich nicht zufrieden, schreibt er. Das ist natürlich schade. Stichwort Nvidia. Ich weiß nicht, ob das immer noch so, ob das noch aktuell ist. Also mit den proprietären Nvidia-Treibern soll das sowieso grundlegende Probleme geben. Tuxedo verbaut ja auf diese Hybrid-Grafik, dass du eine Nvidia-Grafikkarte im Laptop hast und die interne Intel-Karte und dass denn je nach Anwendungszweck die richtige rausgesucht werden soll. Also Intel-Grafikkarte für Strom sparen, Nvidia für 3D-Spiele und sonst irgendwas. Und das hat wohl so viel Probleme verursacht, so dass sie mit ihrem Tuxedo OS von dem Wayland, was sie mal kurzzeitig standardmäßig mit ausgerollt haben, wieder zurück sind auf Xorg, weil es in der Praxis Probleme gibt. Und ja, das zum Thema Nvidia dazu.
Ja, schade. John J. McKay schreibt hier drin, also meine Erfahrung, Wayland ist auf moderner Hardware und Multimonitor-Setup inklusive Thunderbolt-Dock besser, schreibt er. Gut, ja, also, aber inwiefern besser? Also was macht das besser als X11? Oder meinst du, dass es generell besser funktioniert? Das kann natürlich auch gut sein. Dann auch gerne, man kann hier sogar reagieren, ne? Ihr könnt unten einmal auf reagieren. Könnt ihr das? Ich selber kann es nicht. Ich glaube, ihr könnt gar nicht reagieren, kann das sein? Ich glaube, ihr habt gar kein so ein Reagieren-Ding drin, ne? Da muss ich mal in die Raumeinstellungen gehen. Vielleicht könnt ihr es alle direkt gleich, aber das ist immer so die Sache. Ich glaube, ihr könnt doch nicht reagieren, aber du kannst ja mal reinschreiben, was du da besser findest oder was da so das Ding ist. Also einfach nur rein aus Interesse. Muss nicht sein, natürlich, aber mich würde es sehr interessieren. Dark of Shadow schreibt, Wayland kann auch noch keine Desktop-Erweiterung und nur Klonen habe ich erst letztens getestet auf einem i7 4790K, 16 GB RAM, GTX 980 mit Garuda Linux. Okay, kann auch noch keine Desktop-Erweiterung. Also Desktop-Erweiterung ist anscheinend auch nochmal ein Riesenproblem. Ich muss sagen, ich selber habe auch ein Problem in der Entwicklung selber. Ich entwickle ja unter anderem Linux Assistant. Da funktioniert auch noch nicht alles. Also unter Wayland, ich unterstütze es zwar generell, aber die Komfortfunktionen, die ich eigentlich eingebaut habe, die funktionieren noch nicht unter Wayland, was sehr, sehr schade ist. Und da ist einfach noch super viel auch in Bibliotheken noch zu tun. Und ich sehe es einfach noch nicht, es tut mir leid, jetzt in den nächsten 6 Monaten, in denen dann irgendwann Fedora erscheinen wird, kommen, dass das dann wirklich genauso dann stattfindet, dass wir dann wirklich so eine grandios bessere Unterstützung haben. Aber natürlich, man muss auch ganz klar sagen, wir sollten eigentlich schon lange von X11 weggegangen sein, wenn man das so vielleicht aus der Sicht von 20 Jahren sieht, weil damals war es schon beim Veralten, sage ich mal. Und das ist dann natürlich schwierig. Aber trotzdem... Ja, aber X12 wollte doch keiner. Es gab doch dann den Nachfolger. Den wollte auch keiner. Ach, nee, wisst ihr, warum? Gab wirklich... Okay, erzähl mir. Es gab einen Nachfolger. Ja? Erzähl. Es gab mal X12, der wurde entwickelt und dann wurde der eingestellt, weil irgendwie die Entwicklung einfach die Nachfrage nicht weitergegangen ist. Ja, okay. Aber Ubik schreibt, also im Multimonitor funktioniert Wayland wirklich besser. Zuordnung und Einstellungen sind einfacher, schreibt er. Cool, sehr cool. Also ist auch schon mal ein Punkt. Und ich muss sagen, also wenn wir jetzt Wayland noch inklusive mit Pipewire sehen, das ist ja der Puls-Audio-Ersatz, wenn ich so möchte. Also Audio, ist es eine Audio-Server-Implementierung? Ich glaube, ich verhake mich da dann in den ganz genauen Spezifikationen. Das ist dann, tatsächlich läuft dann schon ganz gut, ne? Aber halt, wie gesagt, viele Programme unterstützen es noch nicht. Und das ist auch nicht so einfach, das zu unterstützen, sag ich mal, als Entwickler, bevor man, also natürlich, wenn man Wayland-Entwickler ist, dann wird das natürlich irgendwie funktionieren. Ich glaube, da hast du auch deine Hürden, weil sonst hätten sie es wahrscheinlich schon alle rein. Aber als normaler Entwickler auch, der jetzt nicht hier in dieser Display-Server Sparte drin ist, da hast du selten Möglichkeiten, sage ich mal, was sehr schade ist. Ja, mit Wayland sind nach einem Neustart oder nach dem Standby die Fenster noch da, wo sie vorher waren, auch Monitor mit unterschiedlichen Bildwiederholraten und Scalix funktionieren besser als unter X11, schreibt John McKay. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also, wobei ich mir da eher vorstellen kann, dass es mit dem Desktop zusammenhängt, dass er sich diese Einstellung einfach merkt. Also mit XOR kriegst du das ja auch hin. Also das ist jetzt ja nun über XRandre, so ein Kommandozeilenprogramm. Da kann ich sehr viel mit einstellen. Das mache ich hier bei meinem Desktop auch. Also beim Hochfahren sind normalerweise beide Monitore an. Aber eigentlich möchte ich immer bloß einen benutzen. Den anderen brauche ich eigentlich bloß für irgendwelche Live-Sachen. Und durch so ein Skript wird das Ding ausgemacht und ich kann da auch die Herzrate setzen und sonst alles Mögliche. Also prinzipiell hat es mit Wayland oder XOG wenig zu tun, wenn der Desktop diese Dinge abspeichert. Absolut. Ja, und zu diesem X12 da, ich habe nebenbei, also das ist das erste Mal, dass ich jetzt was dazu, dass ich gehört habe, dass sowas überhaupt gedacht war. Ja, die Informationen. Die haben angefangen und sehr schnell aufgehört. Ich glaube auch nicht, dass es X12 direkt hieß. Also ich habe es nur mal irgendwann gelesen. Es gab einen Nachfolger,
er wurde angefangen, der wurde nicht angenommen und seitdem ist halt X11 seit zigtausend Jahren. Also bei X.org, der Seite, gibt es unter Development, wirklich unter dem Stichwort X12, so eine Unterseite, und da steht bei, die wurde das letzte Mal am 18. September 2017 angepasst, die Seite. Mhm. Das ist jetzt ja nun gar nicht so alt, denn Wayland, die Entwicklung gibt es ja auch schon länger. Die sind ja auch seit 2014 dabei. Oder? Wann haben die angefangen? Wayland seit 14, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, die erste Vorstellung war 2008 und mal gucken. Lässt sich ja schnell nachgucken. Sind wir mal sehr gespannt. Ja, ja. Das ist immer schön, wenn wir live nachgucken. Das ist. Ja, das, aber ja, du hast recht, 2008 Aufnahme. Erscheinungsdatum. Oder Erscheinungsjahr 2008. Ja. Ah, nee, 2014 war, glaube ich, Mia. Das war doch das Canonicals-Versuch. Sorry, das habe ich jetzt durcheinander geworfen. Hauke hat recht, 2008. Mir war ja auch wieder so eine tolle Idee. Ne? Also jetzt können wir natürlich spekulieren, wie viel Zeit wir durch einen erneuten Alleingang von Canonical da verloren haben. Wenn Canonical jetzt diese Ressourcen, die sie auf dieses Mir-Projekt, was ja sehr ähnlich ist, auf Wayland geschmissen hätten. Also ein paar Entwickler dort gesagt, ihr macht jetzt bei dem Wayland-Projekt mit, oder ein bisschen Geld gegeben hätten. Ob wir da jetzt schon viel weiter wären als diese... Wie lange gab es das mit Mir? Wie viele Jahre wurde das gemacht? Fragen über Fragen. Gott sei Dank nicht wirklich lange. Ich glaube, gerade mal so 4. Seit Ubuntu 18.4 hat doch da kein Hahn mehr nachgekräht. Aber die haben sogar eine aktuelle Version davon. Oh. Die ist am 23. August 23 rausgekommen. Das ist gar nicht so weit her. Okay. Also da werden immer noch Ressourcen verbrannt. Aber die Nachfrage ist doch überhaupt nicht mehr da, beziehungsweise die Präsenz, sagen wir es mal so. Ja. Also von daher weiß ich dann halt nicht, ob da noch was kommt, weil ich glaube, der Mir-Displays oder Mir-Display-Server war doch genauso wie Unity mal so ein Ding von Canonical. Wie du schon gesagt hast, so ein Alleingang. Wir bestimmen das jetzt, dass das besser ist für alle und damit habt ihr jetzt zu leben, und dann sind sie nach ein paar Jahren zurückgerudert. Und jetzt wurde das geforkt, weil dann doch ein paar Fans oder ein paar Anhänger sich gefunden haben. Stark, aber krass, ne? Also hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Allein aus Interesse, also nicht, weil man es benutzen sollte oder sonst irgendwas, müssten wir uns das mal angucken. Also wie weit Mir aus im Jahre 2023 ist. Also die geben ja auch an auf der Seite, dass es da auf Raspberry Pi 3 und 4 funktionieren soll. Intel und Nvidia und AMD Grafikkarten. Aber jeweils die freien Treiber dabei. Also nicht, dass wir es jetzt bräuchten oder dass es heute jetzt Thema sein sollte, aber so rein Interesse, was ist eigentlich geworden aus? So eine Folge. Neue Serie. Ich sehe es kommen. Ja, neue Serie auf YouTube. Wurde aus Unity? Kennt ihr noch? Ja. Aber tatsächlich noch? Ja. Nee, ich meine, das ist dann der Titel der Serie. Kennt ihr eigentlich noch, und dann Projekt einfügen? Kennt ihr eigentlich noch? Das ist auch sehr gut. Na, und dann schreibt hier der Ubuntu Unity User auch auf tuxtage.de. Hier ist einer. Ne? Also gut, das hättet ihr euch denken können. Also es gibt schon noch ein paar, die Unity nutzen. Also ich höre auch immer mal wieder, oder ich sehe das auch immer wieder in den Kommentaren. Aber ich glaube, es ist natürlich weniger. Und es ist jetzt, glaube ich, vor 1-2 Jahren so gekommen, dass Ubuntu Unity ein offizielles Flavor ist. Von Ubuntu, meine ich. Ein Ubuntu-Derivat oder Flavor, besser gesagt. Haben wir uns auch vor kurzem erst angeguckt, als Ubuntu 23.10 rauskam. Da habe ich mich ja, ich glaube, insgesamt an drei verschiedenen Flavors abgearbeitet. Unity war einer davon und ich weiß gar nicht, was ich noch alles dabei hatte. Also müsste man im Streamer nachgucken. Und ich hatte ziemlich Pech dabei. Also ich habe die mit... glaube, dem Aufruf von dem Einstellungsdialog unabhängig von der Distribution immer zum Absturz gekriegt.
Das ist Aber spitze. Unity gibt es wirklich in aktueller Version, also und als offizieller Flavor wieder. Warum auch nicht, wenn es stabil läuft und wenn Leute Spaß daran haben, ja, mach das gerne. Aber wenn es denn schon beim Einstellen abstürzt, ja. Ja, das Bedienkonzept von Unity war halt nicht verkehrt. Also es war halt nur ein bisschen mehr anpassungsunfreundlich, sagen wir es mal so. Aber vom Workflow war das doch schon super. Und einige von den Ansätzen sind doch dann in die GNOME 40 oder GNOME 4-Version. Alles, was jetzt in der 40er dort unterwegs ist, sogar mit reingekommen mit diesen Fensteraufteilungen. Das ist doch schon, da ist doch schon ein bisschen Unity-Einfluss mit reingeflossen, sagen wir es mal so, wie es ist. Was ja gar nicht verkehrt ist. Das ist ja ein guter Workflow und lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht. Oder wie sagt man? Irgendwie so. So ist das, so ist das, ja. Aber cool, ne? Cool, dass es noch gibt. Action Schnitzel fragt, gibt es noch Wubi? Wubi, ich muss Nee, sagen, nee. also Kennt ihr kennt eigentlich ihr ja. Wubi? Also Wubi sagt mir persönlich nichts mehr oder nichts, ne? Damit konntest du Ubuntu neben oder in Windows installieren. Das ist Windows Ubuntu Installer. Das ist eine Ist ganz ein. wilde Nummer. Das war keine klassische Nebeneinander-Installation. Das war irgendwie in Windows installieren, das war richtig wild. Keine Ahnung, wie das jetzt technisch funktionierte. Das waren so meine Anfangszeiten. Ha. Aber kennt ihr noch die Das. Zeit? Ja, also sag erstmal fertig, sorry. Nee, ich Ach war so, ich war eigentlich schon fertig. fertig. Ich wollte nur Ich war schon sagen, fertig. das erinnert mich immer, dass ich alt bin. Das war wirklich irgendwie Ubuntu 12, Ja, 12.10 ist es, glaube ich, krass. rausgeflogen. Okay. Kennt ihr das noch? Also kennt vielleicht einige von euch noch. Man konnte früher Ubuntu im Browser austesten. Wusstet ihr es noch? Das war noch Ubuntu Unity. Da konntest du tatsächlich verschiedene Anwendungen im Browser selber öffnen und starten. Das war auch cool. Also nur so ein bisschen, um ein Feeling zu bekommen. Also es war nicht richtig funktional, aber man konnte es im Browser so ein bisschen austesten. Ja, das gab es bis Ubuntu 16.04, glaube ich, konnte man dann direkt auf der Seite austesten. Das fand ich auch stark. Also stark wie Direkt bei stark, also Canonical sie oder machen wo? sie nicht mehr. Bei Canonical. Bei der Canonical-Seite Ah. konntest du irgendwo so eine Demo öffnen. Direkt im Browser, es war keine richtige Virtual Maschine im Hintergrund oder auch keine richtige Verbindung auf dem Desktop. Wir haben irgendwie Unity geschafft, in HTML zu packen und das dann in die Webseite zu bringen. Das fand ich auch ziemlich stark. Also das war das Einzige, was ich gesehen habe. Mittlerweile habe ich bis dato nicht mehr so etwas gesehen. Aber war witzig, war witzig. Also irgendeine Seite gibt es, wo du verschiedene Distributionen ausprobieren kannst. Also da läuft irgendwo ein Server und dann kriegst du das Bild angezeigt. Sowas gibt es auch. Habe ich irgendwie letztens drüber gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber das gibt es auch. Aber dass das hier auf dem eigenen Rechner, also dass sie dir quasi so ein Fake Unity vorsetzen im Browser, das denn so tut, als ob es was tut, aber dir eigentlich bloß ein paar bunte Bilder anzeigt, das kann ich auch noch nicht. Krass. Ja, mir fällt einfach mal so ein bisschen als Zwischenfrage ein. Kennt ihr alle Killed by Google.com? Das ist ein Google Graveyard. Also da sind alle Projekte von Google, die irgendwann mal angekündigt wurden und irgendwie mal eine Zeit lang gingen und dann eingestellt wurden. Ratet mal, wie viele Projekte offiziell es von Google gibt, die mittlerweile eingestellt wurden oder gekillt werden. Es Ich sind würde einfach mal tatsächlich das undefinierte Zahlraum viele in den Raum werfen. viele. Viele ist absolut richtig, Micha. Absolut. 293 sind es aktuell. Das ist schon Stark. ordentlich. Und eigentlich brauchen Das wir ist genauso ordentlich. eine Seite für Linux-Projekte. Ich glaube, das überholen wir sehr leicht. Sehr leicht. Ja. Ja. Was wäre denn da dein Lieblingsprojekt, wo du dich drüber freust, dass es eingestellt wurde? Ja. Ja, Gibt's also das ist die da? Frage. Also ich würde sagen, ich kenne eins, wo ich sehr, sehr traurig bin, wenn es eingestellt oder dass es eingestellt wurde. Das ist Hannah Montana Linux natürlich. Ansonsten, wo ich wirklich traurig bin.
Ich überlege gerade, aber mir fällt beim besten Willen nichts ein. Ja? Also wenn jemand von euch was hat, eins, gerne in den Chat schreibt, was ihr vermisst. Also wo man sich freut, dass es, also genau, warum ja genau, also was man, ist weg, worüber gut, man sich ist freut, weg. Dass es weg ist. Ne? Schreibt es einfach mal in den Chat oder ne, werft es auch hier mal in den Raum gerne. Würde mich sehr, sehr interessieren. Also, wo, dass ich froh bin, dass es weg bin. Unity in gewisser Weise, würde ich sagen. Also hat auch seine Vorteile gehabt, aber weiß ich nicht, ich konnte mich nie so richtig mit anfreunden. Das ist aber sehr, ja, subjektiv. Red Hat Enterprise Linux, schreibt Simatrack. Naja, offiziell gibt es es ja noch, ne? Aber die verabschieden sich irgendwie auch gerade selber. Das stimmt. Ja, also gibt es eine wirkliche Bewegung in die Richtung? Also ich denke ja, das kommerzielle Dings, das werden die durchziehen. Das ja, das werden ja, das, die durchziehen. Wirklich, ja. Das, was wirklich Kohle bringt, also ja. Ja. Achso, Distro.com, genau, sehr gut. Das war das, wo man verschiedene Distributionen einfach mal ausprobieren kann und im Browser laufen da, also siehst du die bunten Bilder und das wird woanders ausgeführt. Ah, das habe ich sogar mal vorgestellt. Das ist schon wieder eingestellt. Och. Was nein, nicht nee, überlegt. Das war also die das Antwort auf das, die Frage. Ach so. Ich dachte, stimmt, ja doch, gibt's sogar. Ja klar, ja, habt ihr recht. Ja. So, sehr cool. Micha, hast du denn so ein Projekt, wo du denkst, gut, dass es eingestellt wurde oder eins, wo du traurig drüber bist, dass es eingestellt wurde? Boah, traurig. Nö. Also bis jetzt sind noch all meine Softwareprojekte, die ich so lieben und schätzen gelernt habe, noch da in irgendeiner Form. Aber so jetzt direkt jemand was Böses wünschen, würde ich auch nicht. Also nö, also ich bin da ziemlich friedlich unterwegs. Ja, habe ich nicht. Hauke, wie sieht es bei dir aus? Hättest du da sonst noch Kandidaten? Also mir schon wirklich. Also ich habe das Canonical damals ein bisschen übel genommen, dass die wirklich mal wieder versucht haben, so ein Konkurrenzprojekt hochzuziehen und wieder diese Spalterei betrieben haben, dass sinnlos Ressourcen verbrannt werden, wo man eigentlich eher zusammen an sinnvollen Lösungen arbeiten sollte. Also Mir ist da wirklich so ein Kandidat, wo ich denke, gut, dass das eigentlich weg ist oder jedenfalls weit genug weg ist, sodass man sich wirklich auf was konzentrieren kann, was auch distributionsübergreifend auch genutzt wird. Und naja, das andere ist kein Open-Source-Projekt, aber Flash. Gut, dass es weg ist. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ansonsten, wie Micha sagt, also wirklich so ein Projekt, wo ich traurig bin, dass es das nicht mehr gibt. Das gibt es, da fällt mir jetzt eigentlich so aktiv keins ein. Also die Dinge, die ich weiter verwende oder die ich immer noch verwende, die haben eine sehr lange Historie quasi. Also die gibt es immer noch in der einen oder anderen Form. Oder dass es einen genauso guten Nachfolger dafür gibt für irgendwelche Probleme, die also löst dasselbe Problem auf andere Art. Ja, also für meinen Desktop, den ich ja sehr gerne verwende, den Trinity Desktop, da hat sich ja auch jemand gefunden. Das ist der oder die Fortsetzung vom KDE 3.5-Projekt, wo ich damals dann dachte, das ist ja irgendwie schade, dass die das einstellen. Mhm. Aber es hat sich ja jemand gefunden, dank Open Source, und das läuft jetzt weiter. Ja. Das stimmt natürlich. Ja, Antagos? Darf ich dir dazu? Mhm. Stimmt. War das jetzt deine Antwort, Jean? Bin ich dir jetzt so reingefahren? Oder alles gut, du kannst los. Ja. Alles klar. Ich wollte nur dir, Hauke, ich habe Donnerstag im Stream ersatzweise zum Tuxflash mal Sparky Linux ausprobiert und die haben tatsächlich in ihrem App Center ziemlich viele Desktops. Mitunter kannst du dort den kompletten Trinity Desktop mit einem Klick installieren. Nur so mal für dich als Info, falls du mal was suchst, wo es quasi fast fertig ist. Zu dem Zweck habe ich sonst das Q4OS. Ah, okay. Da ist es auch schon mit drin. Ach so, okay, gut, das ist eigentlich nochmal eine super Erkenntnis dazu. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Es gab auch QVOS für den Raspberry Pi. Und die haben eine deutlich bessere Distribution gebaut als das offizielle Raspberry Pi OS. Also es gab die Geschmacksrichtung Trinity für den Raspberry Pi.
Und dann hast du, wie beim Raspberry Pi ja standardmäßig, diese SD-Karte beschrieben. Da hast du den hochgefahren und die haben dich wirklich an die Hand genommen mit so Dialogsystemen. Also so wirklich von einem zum nächsten. Auch für Unbedarfte, sagen wir mal so. Das war eigentlich ein super rundes Projekt mit WLAN-Einrichtung. Und naja, du hast jetzt hier so eine Basisinstallation. Möchtest du jetzt vielleicht noch so ein erweitertes Paket nachinstallieren? Da haben wir für dich mal Dinge zusammengebracht. Also, das fand ich sehr gut gemacht. Also, das gibt es leider nicht mehr. Das haben sie eingestellt. Wahrscheinlich war ich einer der wenigen, der es immer ausprobiert hat und also wirklich bloß ausprobiert hat und ja, hat nicht genug Interessenten gefunden, schätze ich mal. Aber das irgendwie so ein bisschen schade ist es eigentlich, denn vor ein paar Wochen hätte ich das ganz gut brauchen können und das gab es leider nicht. Hat mich irgendwie gewundert, warum nicht mehr? Das war doch eigentlich so gut, das ist weg. Ja, das kommt dann Schade. auch manchmal vor. Wo du den Raspberry Pi erwähnt hast, hast du in mir was geweckt, nämlich doch so ein bisschen Mitleid. Das Projekt gibt es zwar noch, aber nicht mehr in der Form. Ich habe mit dem Raspberry Pi angefangen und das erste Projekt, was ich hatte, war XBMC. Das ist ja jetzt als Kodi bekannt. Nur damals war es für mich gesehen deutlich besser. Irgendwie haben die das verschlimmbessert, wie man so schön sagt. Zumindest für mich persönlich, dass ich dann irgendwann gesagt habe, dass das ist irgendwie nicht mehr mein XBMC, wie ich es kannte. Da muss ich jetzt doch retrospektiv sagen, ja, das vermisse ich in der Form so ein wenig. Aber Krass, ja. dafür gibt das nicht andere. Also Kodi ist ja die Oberfläche, wo du denn deine Inhalte aussuchst und dann auf Fernseher oder sonst wie darstellen lässt. Das gibt doch andere Distributionen für den Raspberry Pi, die Kodi als Oberfläche verwenden, oder? Ja, nur vorher war es ja das, ich weiß gar nicht, was XBMC noch ausgesprochen hieß. MC war Media Center. Ja. Xbox, es war ja ursprünglich Xbox mal für Media die Center, Xbox. genau. Genau. Nee, die haben das einfach von dem Plugin-System, dann waren ganz viele Plugins, die vorher richtig cool und brauchbar waren, nicht mehr kompatibel. Dann hieß es Kodi, dann war die UI nicht mehr ganz so gut, wie ich sie damals empfunden habe, wurde halt für mich persönlich verschlimmbessert. Also das Projekt hat sich einfach in eine Richtung entwickelt, wo es mir nicht mehr gefallen hat. Also direkt gestorben ist es nicht. Es hat sich nur, wir haben uns auseinandergelebt, muss man mal so sagen. Ja gut, das gibt es an anderen Bereichen ja auch mit Firewalls, ja pfSense und OpenSense. Also da OpenSense entwickelt sich auch in so eine Richtung, wo ich auch nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist, müssen die wissen. Wenn genug Leute das auch gut finden, dann ist das halt so. Aber es gibt ja zum Glück noch Alternativen wie pfSense, was ja auch kein Linux ist, sondern BSD. Aber ja. Was hatten wir noch? Wir hatten noch hier auch im Chat noch. Im Chat hatten wir also ganz viel Input tatsächlich. Einmal, warte, irgendwas wollte ich ansprechen, was bei uns im Chat. Also hier, ich weiß es nicht. Antagos, ja, war so eine Sache, Hannah Montana Linux. Stadia, genau, das wollte ich eigentlich ansprechen. Ist zwar kein Open Source Projekt, aber ich finde es tatsächlich auch schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich habe das tatsächlich genutzt. Nicht so häufig, aber war cool tatsächlich. Du konntest über das Cloud Gaming super, super einfach, über den Browser tatsächlich, eigentlich super, super viele Spiele spielen, die du natürlich sonst unter Linux eher nicht so spielst. Und gut, seitdem hat sich das bei mir dann so, ich könnte ja mal reinschreiben, wenn ihr Stadia gespielt habt. So dargestellt, ich habe die Spiele einfach nicht mehr gespielt. Also ich habe jetzt nicht nochmal ein zusätzliches Windows installiert, dann ist es so. Man hat genug anderes Sinnvolles eigentlich zu tun, aber naja. Wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Aber gut, ist nicht Open Source, muss man sagen, gewesen. Aber für die Linux-Welt, ich glaube, gar nicht so schlecht gewesen. Ansonsten Dann haben Twister wir. OS. Ach so, ja. TwisterOS. Aber war das nicht dieses etwas dubiose, wo die Lizenzen nicht geklärt waren, was ich glaube sogar Originalgrafiken von macOS und Windows da reinkopiert hat?
Das kann sein, dass es mal so war, wenn ich es jetzt, also wird auch nicht mehr, ja, also es gibt es nicht mehr seit Ja. 2021, wie was ich so sehe. Ja, kann gut sein, ne? Also der Screenshot selber, der sieht jetzt erstmal nicht so danach aus, dass da irgendwas geklaut wurde, aber ja, kann sein, ne? Also, Es, ja. was da auf der Seite drauf ist, also die haben wirklich 1 zu 1 hier Windows 95 genommen, XP, dann Stimmt, Windows ach das, 7, ja. Windows Das ist nicht so 8, gut. 10. Ich glaube, es sind wirklich 1 zu 1 die Icons und macOS, das sind auch die Icons, die ich immer so in Screenshots finde. Windows 11, Also das sieht nicht gut aus, ja. es hat mich irgendwie gewundert, dass diese gerade diese klagefreudigen Firmen wie Microsoft und Apple da nicht sofort gesagt haben, nee, den Laden machen wir dicht, die Klagen werden Grund und Boden. Ich glaube, der war zu Und klein. den Entwickler, den habe ich, was war das, IRC oder so, irgendwo denn mal gefragt, wie das denn ist mit den Lizenzen und der druckst der irgendwie so darum und da meinte, ja, nee, das ist ja alles Freeware. Ja, aber diese Grafiken und so, ja, das ist Freeware, aber unter welcher Lizenz? Ja, das ist kostenlos. Also das fand ich irgendwie höchst dubios da. Also der wollte sich da nicht festlegen und wurde dann auch richtig aggressiv. Ja, nee, stell doch nicht solche dummen Fragen hier. Okay, gut, danke. Das kostet nichts. Jetzt hör auf zu Halt die Fresse. fragen. So ist Ja. das. Tja. Ja, sowas soll es geben. Damn Small Linux wird nicht mehr weiterentwickelt. Sehe ich noch bei uns dort im Chat. Ja, das war auf jeden Fall extrem schnell im Booten. Aber ich finde, es ist so häufig, also ganz, ganz viele Distributionen werden nur maßgeblich von einer Person getrieben. Und sobald die Person sich, oder Distributionen auch Projekte, sobald die Person sich umorientiert oder sowas, dann geht das ganz, ganz schnell flöten. Also das ist schon sehr, ich sag mal, auch bei größeren Projekte, schon echt immer sehr eindrucksvoll, tatsächlich manchmal zu sehen, wie dann solche Sachen wieder verschwinden. Aber gut, die Dinger, die wir jetzt hier aufgezählt haben mit Distro, nee, warte mal, wie hieß das? Twister OS, Damn Small Linux. Ich weiß nicht, ob da so wirklich welche traurig sind, würde ich sagen. Ja, wobei Action-Schnitzel von Twister OS cool, ja, gut. Aber also so schnell kann sowas in den Boden runtergehen. Auch ich muss sagen, Elementary OS habe ich ganz lange auch am Boden gesehen. Ich glaube, mittlerweile fangen sie sich wieder. Aber es ist so personenabhängig teilweise. Ja, Henna ist muss doch bei Solus auch nicht dasselbe. mehr. Was meinst du? Bei Solus ist es doch exakt dasselbe. Es war doch auch nur von einem getrieben, wurde dann für tot erklärt und dann hat der sich gedacht, huch, das stimmt ja, ich habe ja was entwickelt. Da bin ich wieder. Absolut. Ja. So nach dem Motto. Ja. Das Hat mir verstehe das ich. auch schon mal. Also, ja. John J. McKay sagt, Nobara Linux wird auch nur von einer Person getragen. Absolut. Deswegen empfehle Genau. ich es auch noch nicht. Ne? Also viele finden das mega cool, aber ich glaube, man braucht ja echt noch ein bisschen, ja, Ich finde es auch einfach nicht. Zeit, die den Bach runtergeht. Ja. Ich finde es auch nicht schlecht. Und die Verbesserungen dort drin sind wirklich Verbesserungen mit wirklichem Mehrwert für Content Creator, Schrägstrich, Multimedia-Begeisterte, Schrägstrich, Gamer. Das Problem ist halt wirklich, es wird von einem getragen und getrieben. Was ist, wenn der mal keine Lust mehr hat oder von seinem Arbeitgeber, wo wir ja wissen, dass der bei Red Hat ist, sagt, nö. Mach das mal nicht mehr. Dann ist Absolut. das ein super Projekt auch wieder so schnell begraben, wie es erschienen ist. Das ist dann halt schwierig und ja, schade. Aber ich glaube sogar, Nobara hat immer noch Standard. Nee, der hat Wayland und der hat das sogar erweitert mit den Kompatibilitäten mit OBS. Das hatte ich ja in meinem Test rausgefunden, fällt mir gerade wieder ein. Der hat da echt Sachen gemacht, wo ich mich ja, gefreut habe, aber ich habe halt nicht rausgekriegt, welche Anpassungen der gemacht hat, damit man das hätte vielleicht übernehmen können. Das ist dann schwierig, ja.
So, Action-Schnitzel schreibt, das Tolle an Twister waren ja nicht die Themes, sondern dass Wein auf Arm mit Lutris funktioniert hat. Aber ich denke, das kriegst du ja auch so irgendwie hin. Ne? Wahrscheinlich nicht standardmäßig, aber ich denke, das ist nur ein bisschen Konfigurationsarbeit. Ja? Ich glaube, hat Twister OS sonst was Eigenes gebracht? Weiß ich nicht, also gefühlt. Aber ich kenne Twister OS nicht. Also ich weiß nicht, ob ich es mir mal angeschaut habe. Ich kann mich im besten Willen nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe es extra ausgelassen in meiner Adventskalenderserie letztes Jahr. Hm. Aber ja, war schon krass. Also von wegen dieser Themes da. Ein Kollege hat mir das vorgestellt. Eigentlich, sagen wir mal, Hardcore-Windows-Benutzer und er hatte ein altes Notebook darum und wollte das dann nicht rumstehen, wollte das nicht wegschmeißen. Und er meinte, ich habe mir da jetzt was draufgezogen. Das sieht genauso aus wie Windows. Das ist total toll. Und wenn jemand reinkommt, dann merkt er nicht, dass da Linux drauf ist. Also für den war das schon wirklich das Killer-Feature, dass man nicht sehen konnte, dass es was anderes war. Das hieß, glaube ich, auch den Explorer, der umgebastelte Firefox oder wie auch immer. Das sah wirklich so aus, wie es aussehen sollte. Aber die ist mit Wine auf Arm. Ich meine, ich habe das irgendwann mal ausprobiert in irgendeiner Folge, wo ich auf dem Raspberry Pi immer verschiedene Sachen ausprobiert habe, Virtualisierungstechniken und so. Und irgendwas gab es dabei, was auch Windows-Programme ausführen konnte. Das hat nicht so hundertprozentig funktioniert, aber die Godot-Engine, die funktionierte irgendwie, also diese Exe-Datei, die ja für Windows gebaut ist, die ging über irgendein Emulationsgeraffel da mit API umbiegen, wie auch immer, Magie, schwarze Magie, Voodoo, sonst was, lief denn da drauf. Also da war ich sehr erstaunt, dass das überhaupt funktioniert, aber das hat funktioniert. Viele andere Programme, die ich da mal ausprobiert habe, da ging das gar nicht, aber das hat funktioniert. Da müsste ich nachgucken. Ja. Steht wahrscheinlich irgendwie in den Folien zu der Folge drin, was für ein tolles Programm das war. Schwierig. Ja, also wir schweifen ja schon wieder deutlich vom Thema ab. Eigentlich wollten wir uns ja über Wayland unterhalten und sind jetzt wieder komplett woanders gelandet. Ich habe es versucht mit meinen Ausführungen, aber... Tatsächlich witzig, ja. Ja, nee, ansonsten, aber Wayland war eigentlich durch, ne? Wir fanden sie ja eigentlich alle nicht so nicht so prickelnd und die meisten von euch auch. Ansonsten, El Polo Diablo schreibt nochmal auf tuxtage.de. Nobara ist meines Wissens keine richtige Distro, sondern nur ein modifiziertes Fedora, also Vanilla Fedora plus einige Tools, die man sonst manuell nachkonfigurieren muss. Hast du recht, aber so beispielsweise hat auch Mint gestartet, witzigerweise. Also es kann mehr daraus werden. Daher stellt er die Theorie auf, dass Nobara länger als Elementary leben wird. Elementary ist ein Sterben auf Zeit, zumindest befürchte ich das, schreibt El Polo Diablo. Du hast recht, also ich sehe auch das sehr, sehr kritisch mit dem Elementary, aber ich habe das Gefühl, doch, sie halten sich doch noch länger, als man denkt. Ja, Totgesagte leben länger. Wobei dir bei Elementary OS diesen Pantheon-Desktop haben? Der ist ja überwiegend eine Eigenentwicklung. Gibt es dahinter eine größere Entwicklergemeinschaft, die das weiter betreibt, unabhängig von dem Elementary OS? Oder wenn das Elementary OS weg ist, eingestellt wird, gibt es auch keine Unterstützung mehr oder keine Weiterentwicklung von dem Pantheon? Wie ist das da? Ich schaue direkt mal nach, aber ich gehe fast nicht davon aus. Also kennt ihr den Pantheon Desktops auf anderen Distros, richtig? Also beispielsweise Cinnamon hat es ja auf anderen. Pentium ja quasi nicht. Pentium könntest du über irgendein gruseliges PPA nachinstallieren, aber was von den ganzen Elementary Apps hieß das so? Die haben doch auch ein paar Eigenentwicklungen. Hm. Ja, zum Beispiel Eddie, ihr Depp-Paket-Installer, ihr grafischer, ist eine schönere Alternative zu GDebi und wurde ja auch von PopOS übernommen. Du hast ja Eddie auch im PopOS. Also das ist das Einzige, was ich jetzt aktiv kenne, wo ein Teil vom Pantheon Desktop, wenn man so möchte, Einzug in andere Distros gefunden hat.
Oder die Anwendungsverwaltung von Elementary, die hat es auch weitergeschafft. Also es gibt ein paar Distros, die das also die genau die verwenden. Die ist auch cool. Das ist schön, ja. Also es gibt schon so ein paar Apps, aber der Desktop selber, also ich meine, es gibt irgendwelche Editionen, aber jedenfalls nicht, dass man wirklich darüber reden müsste, würde ich jetzt einfach mal ganz fies sagen. Und ich finde auch für den Pentium Desktop kein Git-Projekt so richtig. Ich bin gerade auf dem Elementary GitHub-Account, aber Pentium, nee, also so ein richtiges Pentium-Projekt finde ich jetzt nicht, auch nicht über meine Suchmaschine der Wahl. Aber irgendwie wird es geben. Oder man muss sich das aus ganz, ganz vielen verschiedenen Anwendungen zusammenbauen. Ne? Das kann gut sein. Michael Franken hatte 2020 mal einen Artikel darüber geschrieben, wie man den Desktop auf Debian, Stretch und Buster installieren kann. Aber was er da als Paketquellen angegeben hat, also den Server gibt es auch schon nicht mehr. Also, Das ist natürlich nicht so ja. gut. Ansonsten schreibt Optimistic Hawking, PopOS hat viele Features von Elementary, da lebt es weiter. Du hast recht. Also das ist das Coole, auch wenn jetzt für eine Distro angenommen, Elementary würde wirklich die Pforten dicht machen, würde ich sagen, dann würden viele, viele Elemente von Elementary trotzdem, witzig, weiterleben, eben durch diesen freien Softwaregedanken. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ultramarine Linux gibt es als Pentium-Edition. Ja, gut. Ne? Also, wie gesagt, es gibt ein paar, aber ich glaube, ich höre Ultramarine Linux das erste Mal. Aber, ne, wer weiß. Ansonsten bin ich tatsächlich von meiner Seite aus durch mit dem Thema. Außer jemand von euch hat noch etwas, worauf wir eingehen sollten. Also mit dem Thema als solches sind wir ja durch. Also eigentlich ja schon länger. Wir ziehen es ja Naja. bloß noch künstlich in die Länge und von daher würde ich sagen, können wir auch eigentlich zum Ende kommen. Der Tag war vor einigen Jahren sehr lang und ja, von daher gibt es im Anschluss, nee, im Anschluss gibt es heute nichts mehr, ne? Im Anschluss gibt es nichts mehr, ne? Also wir bleiben jetzt hier ganz entspannt direkt im 3D-Gelände. Das heißt, wenn ihr wollt, kommt gerne mit aus 3D-Gelände, tux-tage.de, dort findet ihr den Link und dann müsst ihr in den Vortragsraum gehen. Das werdet ihr finden, zum Gebäude laufen. Und genau, ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt. Und würde mal dem Micha das Wort geben, so ein bisschen. Genau, ich denke mal, wir haben das gesagt, was wir sagen wollten. Hier sehe ich noch schnell im Chat, sofern sich PopOS nicht mit ihrem neuen eigenen Desktop selber ins Knie schießt. Werden wir sehen, werden wir sehen. Werde ich persönlich sehen. Wenn nicht, ich habe meinen Plan B, den ich immer irgendwo habe, schon in der Hinterhand. Ich hoffe es nur nicht, weil das wird ein bisschen Arbeit. Aber dementsprechend, wenn die Tux-Tage vorbei sind, was sie noch nicht sind, dann hätte ich Zeit dafür. Aber bis dahin machen wir noch alle uns eine schöne Zeit, gerade hier im 3D-Gelände. Für alle, die es dann nochmal aus der Konserve auf YouTube sehen wollen, können das auf YouTube auf dem Tux-Tage-Kanal nachholen. Alternativ dann bestimmt auch bei Haukes Kanal, nicht der Weisheit letzter Schluss. Und regulär gibt es dann den Podcast wieder live jeden zweiten Donnerstag bei mir auf Twitch. Twitch.tv/Saint of Sinner. Und uns gibt es dann auch auf Spotify zu hören. Und dementsprechend sind jetzt, glaube ich, alle Dinge gesagt worden. Ich bedanke mich wirklich rigoros herzlich und rigoros an dem Chat und an alle, die gerade mit dabei gewesen waren. Wie immer, ganz herzlichen Dank an Hauke und Jean, an euch beide und auch an unsere Regie, die das hier so gut meistert, gerade live bei den Tux-Tagen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis die Tage. Jo, vielen vielen Dank Dank. auch und Tschüss. macht's gut. Tschüss.